Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ein etwas kürzeres Video. Ab morgen Gott sei Dank Urlaub. Ich brauche ihn körperlich, mental. Ich bin absolut durch und freue mich. Und da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit für ein bisschen mehr Videos. Es kommen ein, zwei sehr coole Sachen. Und ich weiß, dass die letzten Videos eher alle negativ behaftet waren, weil wir vieles aufgedeckt haben, über vieles gesprochen haben, was seitens Activision aktuell passiert, was mit den Games passiert. Es tut mir auch irgendwie schon leid, aber heute auch ein wichtiges Video, was ich einfach nicht skippen kann. Ich mache es aber auch kurz. Es ist kein 8-Minuten-Video. Hier wird es keine Werbung drauf geben. Werde damit kein Geld verdienen, aber das Video ist halt wichtig. Und zwar, viele von euch wissen das, in der Zeit von Black Ops 4, als es noch aktuell war und auch die letzten 2 Jahre, ist es so, dass ich selber bei vielen Turnieren, die ich veranstaltet habe, gedidost worden bin von irgendwelchen kleinen 11-jährigen Hurensöhnen. Leider ist es jetzt so, dass diese Software, mit der man Leute didossen kann, IPs klauen kann, dass das jetzt bis Black Ops Cold War gegangen ist. Und da will ich euch etwas zeigen. Und leider ist Chris, Tiny Chris, ein Freund und Streamer-Kollege von mir, eins der ersten Opfer davon geworden. So sieht das aus, wenn das passiert. Im Prinzip hat er mir das sogar an demselben Abend geschickt. Es gibt da verschiedene Meldungen. Ich kann euch eins garantieren. Ob ihr auf der PlayStation seid, ob ihr Crossplay anhabt, ist scheißegal. Ob ihr nur PlayStation 5 spielt, PlayStation 4, nur PC, Crossplay an, Crossplay aus. Mit diesem Programm haben diese Spaß, das sind wirklich absolute Versager, die niemals in ihrem Leben irgendwie einen Schritt vorankommen, weil sie sich mit so einem Schwachsinn beschäftigen und das halt auch witzig finden, weil vieles im Hirn nicht mehr funktioniert. Ihr seht es, sie können euch disconnecten, sie können eure IP klauen, sie können eure Lobby crashen, sie können in geschlossene Partys rein, sie können im Prinzip alles mit den Daten, die auf eurem PC, auf eurer Konsole sind, machen, wie sie witzig sind. Letzten Endes muss man auch bedenken, über die Activision IP, die ihr habt, worauf die Zugriff haben, können sie auch auf euer Activision-Konto. Und von da aus ist der Weg zu Bezahlsachen mit PayPal, die ihr mit dem Activision-Konto mal getätigt habt oder sonst was, mit Sicherheit nicht mehr allzu weit, um ehrlich zu sein. Und Chris ist hier halt leider der, der es jetzt irgendwie als einer der ersten abbekommen hat, weil er noch Cold War spielt. Das geht aktuell von allen CODs, auch den alten CODs, die wir dank Activision nicht mehr über X-Labs oder sonst wem spielen können, auf wirklich nirgendwo mehr anders spielen können, geht bis zu Cold War. Und es ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit, bis auch Modern Warfare 2 und Vanguard unsicher werden, wenn es nicht sowieso schon ist. Und ihr seht, also selbst mit VPN-Spielen hat hier nichts geholfen. Er kann euch aus der Lobby kicken, er kann Host Migration zeigen, er kann das Game crashen, die Lobby kann er crashen, er kann IDs abzapfen, die IP kann ich zeigen, weil sie keine statische ist, sondern eine dynamische. Also mit diesem scheiß Tool haben diese Vollidioten alle Möglichkeiten der Welt, um sich einen Spaß mit euren Account-Daten, mit eurem Game zu erlauben. Es ist egal, ob ihr Crossplay anhabt oder nicht. Activision weiß darüber Bescheid, hat sich bis heute aber nicht geäußert und hat auch bis heute nichts dagegen getan. Und es sollte auch niemand von euch erwarten, dass Activision euch hier zur Hilfe kommt, denn Activision interessiert es halt einfach nicht. Umso trauriger, wenn man bedenkt, dass diese ganzen Games, Cold War, Black Ops 4, Black Ops 3, immer noch zum Vollpreis verfügbar nur sind für 60, 70, 80 Euro. Und sie sind nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass man die Games, für die man einen Vollpreis bezahlt, sicher spielen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt überlegt, ob ihr Cold War spielen wollt oder Black Ops 4, Black Ops 3, irgendeins dieser Games, es ist auf eigene Gefahr. Ich persönlich hatte eigentlich vor, ein bisschen Cold War auch im Stream zu zeigen die nächsten Tage. Ihr seid zum Twitch-Stream herzlich eingeladen, ist eigentlich sehr schön bei uns. Ich werde es lassen und zwar so lange, bis das hier gefixt ist. Und wenn es nicht gefixt wird, dann werde ich halt kein Cold War und kein altes COD mehr starten. Schade, dass Activision uns die anderen Mods und alles schon dicht gemacht hat, aber das hier ist das Ergebnis, wenn ein Unternehmen, schlimmer als Nestle, was mehr damit zu tun hat, die Vergewaltigungs- und Mordvorwürfe irgendwie wegzubekommen, sich nicht mehr darum kümmert, dass die Games sicher sind. Das heißt, passt auf euch auf, passt auf eure Daten auf, ist egal, ob ihr alleine spielt, Crossplay oder sonst was, das hier kann Probleme verursachen. Das alles, was ich euch mitgeben wollte, Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, also wenn es euch gefällt, dass ich euch informiert habe. Lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich auf den Urlaub und dann gibt es ganz viele schöne Sachen für euch. Haut rein.